Hallo zu einem neuen Video über Business Intelligence in der Praxis. Heute möchte ich das Thema Data Warehousing vorstellen. Was ist ein Data Warehouse? Der Begriff Data Warehouse beschreibt eine Plattform, die Daten aus verschiedenen Datenquellen sammelt, verdichtet, langfristig speichert und somit Analysesysteme mit Daten versorgen kann. Oft wird das Data Warehouse auch als Datenlager bezeichnet. Kommen wir nun zu den Vorteilen. Ein Vorteil ist die globale Sicht auf Daten aus unterschiedlichen Quellen. Ein weiterer Vorteil ist der vereinfachte Zugriff auf diese Daten für die Endanwender. Ein dritter Vorteil ist die konsistente und strukturierte Speicherung dieser Daten. Neben diesen Vorteilen muss ein Data Warehouse vier wichtige Aufgabenbereiche erfüllen. Der erste Aufgabenbereich ist die Datenbeschaffung. Hierunter ist die Beschaffung und Extraktion der Daten aus verschiedenen Datenbeständen zu verstehen. Im nächsten Punkt ist die Datenhaltung, die Speicherung der Daten im Datenlager inklusive Langzeitarchivierung. Als dritten Aufgabenbereich ist die Datenversorgung genannt. Hierunter versteht man die Versorgung nachgelagerter Systeme mit den benötigten Daten. Abschließend ist die Datenauswertung, die Analysen und Auswertung der Datenbestände. Kommen wir nun zur Architektur sowie Prozesse eines Data Warehouses. Vereinfacht gesagt, kann ein Data Warehouse in vier Bereiche gegliedert werden. Die Quellsysteme, in diesem Fall das operative Vorsystem oder die externe Daten. Die Data Staging Area, in diesem Fall die Transformationskomponente, dann die Data Presentation Area, in diesem Fall ein Data Warehouse, sowie die Data Access Tools. In dieser Grafik mit vier Computersymbolen beschrieben. Die Daten für das Datenlager werden von verschiedenen Quellsystemen bereitgestellt. Die Staging Area des Data Warehouses extrahiert, strukturiert und transformiert und lädt diese Daten aus unterschiedlichen Systemen in die Transformationskomponenten, / Data Staging Area. Über die Staging Area gelangen die Daten in die eigentliche Datenbank des Datenlagers. Diese Datenbank stellt eine parallele Speicherplattform, die sogenannte Data Presentation Area, zu den eigentlichen Quellsystemen dar und ermöglicht somit einen separaten Datenzugriff für Anwendungen und nachgelagerte Systeme. Der Datenzugriff erfolgt, wie in dieser Grafik, über diverse Data Access Tools. Das kann ein Microsoft Excel sein oder auch unterschiedliche Berichtssysteme und Applikationen. In der Regel basiert das Data Warehousing auf relationalen Datenbanken, die sich mittels SQL-Abfragen auslesen lassen. Bei besonders großen Datenmengen kommen oft OLAP-Datenbanken für eine hierarchische Strukturierung der Daten zum Einsatz. Allgemein sei noch gesagt, dass das Data Warehouse meist
in regelmäßigen Abständen mit neuen Daten beladen wird. Mehr und mehr setzen sich Systeme durch, bei der die Datenversorgung des Datenlagers in Echtzeit erfolgt. Das Data Warehouse sorgt für die saubere Trennung von operativen und auswertenden Systemen und ermöglicht Analysen in Echtzeit. Diese sind wiederum dafür nutzbar, operative Systeme zu steuern. Nun kommen wir zum letzten Themenpunkt. Das Data Warehouse in einem Unternehmensumfeld. Im Unternehmen kommt das Data Warehouse in vielen Bereichen zum Einsatz. Es soll als unternehmensweit nutzbares Instrument für verschiedene Fachabteilungen in der Entscheidung unterstützen. Das Datenlager stellt hierfür die benötigten Daten für die Anwender zur Analyse von Unternehmensprozessen und Kennzahlen bereit. Diese Unternehmensprozesse oder Anwendungsgebiete sind in diese 6 Themen aufgeschlüsselt. Das kann die Kosten- und Ressourcenermittlung eines Unternehmens sein oder auch die Analyse von Geschäfts- und Produktionsprozessen, die Bereitstellung von Reports und Statistiken oder auch Ermittlung von Unternehmenskennzahlen. Des Weiteren wird sie auch für Bereitstellung von Daten für weitergehende Analysen und Data Mining sowie die Strukturierung und Harmonisierung von verschiedenen Datenbeständen für eine globale Unternehmenssicht herangezogen. Wenn ihr Fragen dazu habt, was ein Data Warehouse ist, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.